Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 14. März 2019. Bevor ich starte, möchte ich die Neuigkeiten verkünden. Ich habe einen neuen Kanal, beziehungsweise diesen Kanal habe ich seit längerer Zeit, aber ich gestalte das neu. Dieser Kanal heißt Nofretetes Offenbarungen, ägyptische Legungen, ägyptischen Karten, ägyptischen Legesystemen, ägyptische Magie und viele, viele Erzählungen über die ägyptische Götterwelt, über die ägyptische Mythologie. Seid ihr herzlich willkommen in meinem neuen Kanal Nofretetes Offenbarungen. Und jetzt zu diesem Tageshoroskop, zu den Bildern. Ganesha hütet die Astrologie und begleitet uns bei Neuanfang, bringt uns Glück bei jedem Neuanfang. Und jeder Anfang wohnt ein Zauber inne. Das hat Hermann Hesse wunderbar beschrieben. Und so wichtig ist diese Energie, mit welchen Energie starten wir etwas. Und wir starten jetzt dieses Tageshoroskop mit Suraya. Und das ist die Sonnengott in indischen Mythologie. Suraya oder die Sonne bewegt sich in der Tierkreiszeichen Wassermann im Grenzbereich. Weihnachts übergeht schon in Tierkreiszeichen Fischen, aber ist noch in Wassermann. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, zeigt Monatsthemen. Die Monatsthema war, ich kann das jetzt so sagen, es war, es endet sich und kommt ein neues Monatsthema, aber es ist immer noch wirksam, die Luftelement von alles befreit sein, was uns bedrückt. Gewohnheiten, Kontakte, Gegenstände oder Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Und das ist so wichtig, weil wenn wir die Angst zulassen oder Schuldgefühl oder Zweifel, öffnen wir Pandoras Büchse. In dem Moment öffnen wir uns zu einem anderen System, was zu negativen Gefühlen gehört. Trotzdem kennen wir alle diese Gefühle, aber wenn das möglich ist, sollen wir von diesen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl loslassen. Weil das ist die trojanische Pferd. Stattdessen ist viel besser, wenn wir ins Licht bleiben und auch in Gefühlen wie Dankbarkeit, Begeisterung, Hingabe und Liebe, dann sind wir in schöpferische Energie, in ein anderen System. Und die Tür ist zu, weil wir zeigen keine Angst, kein Schuldgefühl, kein Zweifel. Also dieser trojanische Pferd bleibt draußen. Immer dran denken. Chandra ist der Sanskrit-Name des Mondes, aber Soma steht auch mit Mond in Verbindung. Es ist Mondenergie, bedeutet aber auch Göttertrank. Soma
oder Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier im Grenzbereich, weil bei Sonnenaufgang ist noch im Stier, aber übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Ich setze aber Sommer oder Mond noch zum Stier. Mruga heißt die Mondhaus, wo die Mond sich bewegt und wird von Sternbild Orion bestrahlt. Orion ist der himmlische Jäger, zeigt auch Jagd nach etwas. Und genau das zeigt die Mondenergie. Wir sollen unseren Zielen nacheilen und jagen, weil das können wir auch erreichen. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie. Und von diesem Feuerenergie ist Mars entstanden. Agni ist eigentlich der Vater des Marses in indischer Mythologie und seine Mutter ist die Tochter von Berggottheit. Ja, das ist die Mutter. Agni, dieser Feuergott, steht also mit Mars in Verbindung und Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Ich setze Agni zum Widder. Mars fühlt sich sehr wohl hier, weil Mars ist hier zu Hause und kann die Energie voll und ganz entfalten. Und die Mars-Energie ist Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mars-Energie ist auch Mut, uns zu beweisen im Leben, uns durchsetzen im Leben. Und Mars bedeutet auch der Mann. Und hier kommt die männliche Energie und auch diese Leidenschaft in Vorschein. Und viele Männer starten gerade einen Neuanfang, weil hier ist die Widder-Energie, symbolisiert Neuanfang. Buddha ist der Sanskrit-Name Merkurs, wird aber mit einem D geschrieben, das erwähne ich immer wieder, nicht dass zu Missverständnissen führt. Merkur ist in Fischen, hier ist mit 2 D geschrieben, das ist schon die Erleuchtung. Aber ich setze mit Merkur in Verbindung. Merkur ist rückläufig, diese Rückläufigkeit bedeutet, das bremst etwas, was genau? Die Gespräche, die Handlungen, die Verträge, all das wird jetzt gerade gebremst, aber bedeutet auch Rückschau, etwas noch überprüfen oder Themen von Vergangenheit. Möglich ist es auch, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Merkur ist in Fischen, aber im Grenzbereich und kehrt wieder zurück zum Wassermann. Und die Wassermanngeborenen können damit rechnen, dass jemand kehrt wieder zurück. Indra steht mit Jupiter in Verbindung und Jupiter bewegt sich in Skorpion. In die Tiefe schauen, in die Tiefe unserer Gefühlen. Lakshmi, diese Schönheit, steht mit Venus in Verbindung. Venus ist in Steinbock. Im Allgemeinen bedeutet die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur in die Partnerschaft. Und für uns Frauen zeigt die Steinbock-Energie, wir sollen Ziele setzen, das nicht aus den Augen verlieren und dabei bleiben, geduldig zu sein. Weil wir können jetzt unsere Ziele erreichen. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn
oder Skanda bewegt sich in Schützen. Saturn bringt alles in Form, sorgt dafür, dass wir wirklich eine Struktur, Sicherheit, Stabilität erfahren im Leben, schenkt nichts, sondern belehrt uns. Was belehrt uns? Saturn im Tierkreiszeichen Schütze, beweglich zu sein, Sport zu machen, dann Kontakte pflegen im Ausland und vor allem zielbewusst sein. Die Ziel ist unserem Wunsch, unserem Wünsche. Das, was uns begeistert, und das zeigt hier dieses Feuerelement. Mit Saturn ändert sich die persönlichen Planeten. Die Elementenverteilung sind ausgewogen. Mars, Saturn im Feuerelement, Venus, Mond im Erdeelement, Sonne ist im Luftelement, Merkur und Jupiter im Wasserelement. Spannung haben wir trotzdem. Es ist Halbmond. Halbmond ist schön, aber immer eine Spannung. Sonne befindet sich in Wassermann und das ist Luftelement. Unser Planet Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Löwe und das ist Feuerelement. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Stier und das ist Erdelement. Und bei einem Halbmond trifft Sonne, Mond und Erde bilden sich ein Dreieck. Verbindet sich drei Tierkreiszeichen, drei Elementen. Luftelement, Erdeelement und Feuerelement. Was fehlt? Es fehlt die Wasserelement als Ausgleich. Also als Ausgleich sollen wir die Wasserelement betonen. Und das sind unseren Gefühlen, unseren Träumen, unseren Sehnsüchten. Wenn wir das ernst nehmen, haben wir die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie. Uranus bewegt sich im Widder und sorgt für Umbrüche und Veränderungen. Neptun zeigt unseren Träumen, unseren kreativen Seite, bringt uns zum neuen Ideen, weil Neptun ist im Wassermann. Und Pluto zeigt unserem inneren Kraft auch, wie wir in dieser Kraft bleiben, wenn wir alles loslassen, was diese Kraft raubt. Pluto bewegt sich im Schütze. Genau. Und jetzt die Verbindungen. Es ist nicht nur wegen diesem Halbmond ist eine Spannung, sondern Sonne, Jupiter steht auch in einer Spannung und das bedeutet Ungerechtigkeiten. Weil Jupiter zeigt nicht nur die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, das heißt alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück, sondern öffnet unsere Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und genau das sehen wir heute, die Ungerechtigkeiten. Sonne und Mond ist auch in einer Spannung, immer wenn das Halbmond ist. Das habe ich erklärt, es fehlt die Wasserelement als Ausgleich. Und Mond steht auch zum Jupiter in einer Spannung, das heißt, diese Ungerechtigkeit spüren wir auch. Mond heißt Gefühlen, also das tut weh. Und wie können wir uns schützen? Wenn wir vorstellen, dass unserem Leben ist wie ein Kreis und wir schließen diesen Kreis. Ich könnte das bildhaft auch so beschreiben. Ein Kreis aus Salz und wir stehen in die Mitte und stellen wir uns vor, da ist eine Grenze. Und das symbolisiert unserem Leben. Und dass wir ab sofort dann sagen,
Das symbolisiert mein Leben. Das ist mein Königreich. Und ich bin die König oder Königin in meinem eigenen Königreich. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, ich beherrsche mein Leben, ich beherrsche meinen Gedanken, ich beherrsche meinen Gefühlen, die Kreis ist zu, die Menschen, die das unterstützen, dürfen in diesen Kreis, in meinen inneren Kreis eintreten, in meinen persönlichen Bereich, sind sie herzlich willkommen. Und diese Menschen, die diese Energiefeld stören, sollen draußen bleiben. Wenn wir Angst zeigen, öffnen wir Pandoras Büchse, öffnen wir den Tor zum trojanischen Pferd und die kommen. Also besser ist es schließen. Nicht beachten. So bleiben wir in inneren Kraft und auch in Ruhe und inneren Gleichgewicht. Sehr wichtig, weil in Ruhe liegt die Kraft. Und wir brauchen Kraft im Leben. Wie sollen wir uns sonst behaupten? Und jetzt zu Maya-Kalender. Auch wenn diesem Kalendersystem für uns etwas fremdartig erscheint, ich nehme das als persönliche Aufgabe, das zu zeigen, näher bringen. Es ist so wichtig, weil das ist wertvoll. Das ist ein ganz präzise Kalendersystem. Im Maya-Kalender sind es Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. 13 ist auch die heilige Zahl der Mayas. Das ist so ähnlich wie bei uns die 7 Tage Wochen. Wir befinden uns gerade in 8. Wellen. Das sind Frequenzen, Schwingungen. Und haben gerade die Erde-Element. Die Erde-Element, so wie hier auch abgebildet ist, das ist unser Planet Erde, die Natur, die Bodenständigkeit, die Sicherheit, Stabilität, auch Materie, also auch die Finanzen und vermittelt auch, wie wichtig das ist, einen festen Boden unter unseren Füßen zu haben. Diese 8. Welle hat am 12. März begonnen und dauert bis 24. März 2019. Diese Welle beschreibt die Entwicklungswege. Eine Verbindung zum Haben, zu unserem Lebensweg. Erkennen, wo ist unsere Bestimmung und das auch umsetzen oder wo ist unser Platz im Leben. Was ist unsere Lebensaufgabe? Etwas überprüfen, unsere Lebensumstände genau anschauen und die Frage stellen, wie geht das jetzt weiter? Wir brauchen einen Plan, damit wir das umsetzen können und dann natürlich auch Schritte machen. Die Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dann ist ein Glück und zeigt auch Erfolg, ein Aufstieg. Und diese Welle kann auch heilend wirken, weil das ist eine Heilenergie. Diese Welle hat am 12. März bekommen, das war die Zahl 1, und dann 13. März Zahl 2. Und heute, am 14. März, sind wir bei Zahl 3 und so haben die Mayas das gezeichnet mit 3 Punkten. Die Zahl 3 bedeutet bei Mayas Bewegung, Verbindung von Gegenseiten und da entsteht etwas Neues. Ein Schwung, ein Wandel, etwas im Fluss zu bringen. Das kann auch bedeuten, dass zwei Gegensätze
miteinander verknüpfen, damit etwas Neues, ein Drittes entstehen kann. Die heutige Kraftfeld ist Ich, das ist dieses Symbolbild dafür. Als Krafttier ist Jaguar und dieses Symbol Ich bedeutet Magier. Bedeutet auch die weibliche Energie, Mutter Erde oder Mondsymbol. Und hier zeigt sich die Kreativität. Die Mondkraft verkörpert Ahau und Ahau ist die gelbe Sonne und das bedeutet unserem Ahnen, unseren Vorfahren, die Vergangenheit, unseren Traditionen, aber auch karmischen Themen. Das kommt jetzt gerade ins Licht. Gelbe Sonne, also das Licht, und das ist die Vollendung an etwas Glück und Aufstieg. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.